Moinsen, hier ist Kim von Einfach Machen. In diesem Video möchte ich euch unsere Standard-App für den Bautagesbericht vorstellen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Unsere Grundidee bei der App war es, die App so einfach wie möglich zu halten, sodass es möglich ist, in unter 2 Minuten einen Bautagesbericht zu erstellen. Dafür können wir im ersten Schritt ein Bauvorhaben auswählen aus einem Pool. Wir haben aber auch die Möglichkeit, ein neues Bauvorhaben anzulegen, dies einem Arbeitsbereich zuzuweisen. Danach wählen wir unsere Start- und Endzeit. Dort werden Standardwerte vorgegeben, die wir natürlich auch anpassen können. Im nächsten Schritt wählen wir die Mitarbeiter aus, die mit uns auf dieser Baustelle heute waren. Auch hier können wir aus einem Katalog von Mitarbeitern wählen oder eben neue Mitarbeiter anlegen. Die Witterungsverhältnisse, also die Temperatur und die Witterung in diesem Fall, werden automatisiert auf Basis des Standortes bestimmt und müssen vom Nutzer nicht eingegeben werden. Im nächsten Schritt erstellt der Nutzer seine Leistungsbeschreibung und kann hier in einem Textfeld die von ihm ausgeführten Arbeiten Leistungsbeschreibung oder Leistungsänderung angeben. Darüber hinaus gibt es noch ein Feld für Bemerkungen, besondere Vorkommnisse oder eine Mängelliste. Im letzten Schritt kann der Nutzer dann den Tagesbericht versenden. Dabei gibt es immer standardmäßig einen Empfänger im Unternehmen und optional einen externen Empfänger, also beispielsweise einen Architekten, einen Planer, einen Bauherren. Hier kann ich jetzt eine E-Mail-Adresse eingeben. Ich kann durch ein Tippen auf den Button unten links nochmal den Bautagesbericht, wie er jetzt als PDF im Nachhinein erstellt wird, einsehen. Und kann schließlich diesen Bericht senden. Im Hintergrund wird jetzt ein Power Automate Flow angestoßen, der aus den Eingaben des Nutzers ein PDF-Dokument erstellt und dieses PDF-Dokument zum einen in der Microsoft 365-Umgebung in einer Liste ablegt und zudem die PDF-Dokumente sowohl an den internen Empfänger, den wir eben eingegeben haben, als auch den externen Empfänger, sofern einer eingegeben wurde, versendet. Wenige Sekunden später sieht das im Postfach dann folgendermaßen aus. Wir sehen hier im Betreff nochmal die Bezeichnung unseres Bautagesberichtes. Wir haben hier mal einen Zeitstempel, sodass wir auch wissen, von wann dieser Bericht ist und können uns den hier als PDF nochmal genauer anschauen. Darüber hinaus hat der Nutzer auch die Möglichkeit, auf dem Bildschirm Tagesberichte, die von ihm erstellten Tagesberichte, nochmal einzusehen über den Button Anzeigen. Oder einen Tagesbericht auch nochmal erneut zu senden. Auf dem Bildschirm Mein Profil können wir jetzt noch die E-Mail-Adresse für den Standardempfänger unserer Bautagesberichte anpassen. In Zukunft ist diese E-Mail-Adresse immer vorausgewählt und muss auch vom Nutzer nicht eingegeben werden. Schauen wir uns zum Schluss nochmal die Vorteile auf einen Blick und mögliche Erweiterungen für diese Anwendung an. Zum einen schaffen wir es, in 2 Minuten oder weniger unseren Bautagesbericht zu erstellen und können den gesamten Übertragungsprozess von ich schreibe diesen Bericht, ich packe ihn in mein Auto, ich fahre ihn ins Büro, können wir rausschneiden, weil er in unter 20 Sekunden auch in den Postfächern der jeweiligen Empfänger landet. Wir haben also eine völlig automatisierte Zusendung des Berichtes als PDF und damit eine sehr hohe Datensicherheit und lückenlose Dokumentation. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein paar Add-ons aufmerksam machen. Diese App kann natürlich 1:1 so verwendet werden. Allerdings bieten wir auch die Möglichkeit an, dass wir verschiedene Funktionen noch auf eure speziellen Wünsche anpassen und dazu entwickeln. Auf unserer Website findet ihr eine Auswahl von Add-ons, die wir bereitstellen und zu diesem Produkt anbieten. Natürlich entwickeln wir aber auch persönliche Add-ons. Wenn ihr jetzt spezielle Anforderungen habt, die nur in eurem Unternehmen vorkommen, die hier nicht auftauchen, dann sprecht uns einfach an, schickt uns eine Nachricht per E-Mail und wir können uns über euer Anliegen für den Bautagesbericht gerne austauschen.